Oft sind wir unglücklich, nicht deswegen, weil uns Allah subhanahu wa ta'ala nichts gegeben hat, sondern weil wir beginnen, uns mit anderen um uns herum zu vergleichen. Würden wir die früheren Völker und Generationen betrachten, würden wir verstehen, dass sie glücklicher waren, obwohl sie weniger hatten. Wir müssen einmal betrachten, was wir haben, einmal begreifen, womit uns Allah subhanahu wa ta'ala beschenkt hat, und zu jenen blicken, die weniger haben als wir. So wird es uns sicherlich leichter fallen, Allah subhanahu wa ta'ala zu danken, was auch immer wir von ihm bekommen haben. Betrachten wir die Verse im Koran, in denen Allah subhanahu wa ta'ala so vieles aufzählt, womit er die Menschen und die Djinn beschenkt hat. In der Surah Ar-Rahman fragt Allah, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide da leugnen? Gibt es eine Wohltat Allahs, die ihr leugnen wollt? Allah nennt eine Wohltat nach der anderen. Er nennt die Sonne und den Mond, die Schöpfung der Wesen. Alles, was er subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Er nennt die Himmel und das, was dazwischen liegt. Das sind die Wohltaten Allahs, die er subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. In der Surah Ibrahim sagt Allah, wenn ihr die Wohltaten Allahs aufzählen wolltet, la tuhsuha, ihr könntet sie nicht erfassen. Das ist eine Herausforderung. Wenn ihr einen Stift und ein Blatt Papier nimmt und versucht, die Geschenke Allahs, die er euch gegeben hat, aufzuschreiben, wäre die Liste endlos. Du könntest jeden Tag weitere Dinge dazu schreiben, aber du würdest niemals zu einem Ende kommen. Das ist etwas, auf das Allah im Koran hingewiesen hat, worüber wir nachdenken sollten. Die Menschheit ist undankbar. Der Mensch zeigt sehr viel Undankbarkeit. Wenn man die Könige von damals betrachtet, nicht den gewöhnlichen Mann, sondern die Könige, jene, die so vieles hatten, Karun und seinesgleichen, vergleichen wir einmal das, was sie hatten, mit dem, was du und ich besitzen. Damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar werden. An Qualität haben wir nämlich viel mehr als alle diese Könige zusammen. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Möglicherweise hatten sie mehr Quantität. Allah sagt im Koran, sie waren mächtiger als ihr. Ja, und sie hatten mehr an Quantität als wir. Aber in puncto Qualität und was Bequemlichkeit und Erleichterung betrifft, haben wir definitiv mehr als sie jemals hatten. Sehen wir uns das mal genauer an. Wenn wir mal bei Kleopatra beginnen, der Königin von Ägypten. Diese gewaltige Menge an Schmuck, die sie ihr eigen nannte, könnte Kleopatra heute die Einkaufsstraße entlang laufen und bei irgendeinem Juwelier ins Schaufenster sehen. Sie wäre bestimmt überwältigt von den Schmuckstücken. Ja, sie hatte viel Schmuck, Kilos an Gold. Mehr als jemand heutzutage zu träumen wagt. Aber mal ernsthaft. Seht euch nur die Qualität an. Seht, wie umwerfend es ist. Welche präzise Verarbeitung. Und dennoch beschweren wir uns? Subhanallah. Wie viel möchtest du, oh Mensch? Wie viel ist nötig, um deinen Magen zu füllen? Oder deinen Mund? Wir müssen verstehen, Allah hat uns mit so vielem beschenkt, sodass selbst die damaligen Könige, die im Koran erwähnt wurden, von Neid erblassen würden. Könnten sie das nur sehen. Gehen wir weiter zu Kisra, der Herrscher, der für seine Gemächer und seinen Schlaf bekannt war. Er hatte die schönsten Gemächer. Doch könnte er sich in eines der Betten legen, die wir heutzutage haben? In dein Bett, bei dir zu Hause. Die Matratze und das Kissen, auf denen du schläfst. Heutzutage sind unterschiedlichste Härtegrade an Kissen und Matratzen im Angebot. Wenn man in einem gewöhnlichen Hotel absteigt, wird einem eine breite Auswahl an Bettbezug angeboten. Möchtest du ein Kissen, das einsinkt oder oben bleibt, wenn du deinen Kopf darauf legst? Möchtest du eins mit Memory schauen? Was du willst, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Kisra sehen könnte, wie gemächlich dein eigenes Bett bei dir zu Hause ist, er könnte kaum aufhören zu staunen. Wir wurden beschert. Wir haben Bettwäsche aus Satin und Kaschmir und Daunen. So viele Wohltaten haben wir. Seht nur, womit uns Allah subhanahu wa ta'ala beschenkt hat. Meine lieben Geschwister, es ist wichtig, dass wir Allah für seine Wohltaten danken. Und sehen wir zu jenen, die nicht einmal ein Bett haben und schon gar keinen Bettbezug. Die Flüchtlinge, die aus Syrien und dem Irak geflohen sind, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, die aus Kriegsgebieten kommen und sprichwörtlich nichts besitzen. Früher hatten sie Besitz, aber nun haben sie gar nichts mehr. Möge Allah uns von seinen Wohltaten geben und möge Allah auch ihnen von seinen Wohltaten geben. Sehen wir uns nun Cäsar an. Zu seinen Lebzeiten war er berühmt dafür, angefächelt zu werden. So viele Sklavinnen haben ihn mit Fächern kühle Luft zugefächelt. Heute haben wir einen Ventilator. Du drückst einen Knopf und schon kommt die kühle Brise. Wir haben Klimaanlagen, die so effizient sind,
dass man das Gefühl bekommt, man wäre auf dem Nordpol. Mitten im Sommer bräuchte man sogar eine wärmende Decke. Wir sind verwöhnt. Haben wir es denn nicht viel besser als Caesar? Und er war der mächtigste Herrscher seiner Zeit. Aber in puncto Qualität besitzen wir viel mehr als er. Ein Knopfdruck und es wird kühl. Wie war es bei den damaligen Arabern? Wenn sie etwas Kaltes trinken wollten, dann füllten sie Wasser in Tierhäute und gruben diese in die Erde ein, damit es etwas kühler wurde. Heute gibt es Eiswürfel, kaltes Wasser, eiskaltes Wasser, mitten in der Wüste. Das sind wahrlich Geschenke von Allah, die Klimaanlage. Manche sind durch die Klimaanlage im Auto so verwöhnt, dass sie an einem ganz gewöhnlichen Tag nicht überleben könnten, ohne die Klima einzuschalten. Wir sind tatsächlich Menschen geworden, die diese wundervollen Geschenke Allahs nicht mehr bemerken. Einige behaupten, es wäre menschengemacht, es sei der Technologie zu verdanken. Aber wenn Allah den Menschen mit einem Hirn ausgestattet hat, das war Karuns Verhängnis. Was war Karuns Fehler? Er hat behauptet, dass alles, was er besaß, er nur seiner Intelligenz zu verdanken hatte. Und Allah sagt, sieht er nicht, dass Allah jene vor ihm zerstört hat, die mehr Vermögen und mehr Macht hatten als er? Es war Allah subhanahu wa ta'ala, der dich mit dem Verstand beschenkt hat. Also denk nicht, du hättest als Erster die Lösung erraten, weil du so clever bist. Allah war es, der dir deinen Verstand gab. Und dann hast du dieses und jenes erlangt, weil dich Allah mit diesem wunderbaren Verstand bestückt hat. Zurück zu Karun. Wofür war er berühmt? Er war dafür berühmt, dass er so viel Vermögen hatte, sodass der Schlüssel zu seinem Tresor so schwer war, dass selbst mehrere Männer die Schlüssel nur mit Mühe tragen konnten. So viel Vermögen hatte er. Doch würde Karun heute leben, könnte er viel mehr Vermögen sehen, als er selbst jemals hatte. Und wie wird es transportiert? Durch eine kleine Plastikkarte. Er bräuchte keine Dutzend Männer, um seine Schlüssel zu schleppen. Immens große Geldsummen passen auf eine kleine Karte. Habt ihr jemals daran gedacht? Seht mal, wie bequem es geworden ist. Niemand muss mehr schwere Tresorschlüssel mit sich schleppen. Allah hat es uns so einfach gemacht. Wenn wir die Menschen von Mesopotamien betrachten, seht mal die Streitwagen, die sie hatten. Sie waren berühmt dafür, wundervolle Streitwagen zu besitzen. Gezogen von bildhübschen Rassepferden. Sie rühmten sich und sie stolzierten mit ihren Gespannen. Das Rad war erfunden und sie ließen sich durch die Gegend kutschieren. Es war idyllisch, einfach fabelhaft. Aber wenn sie nur einen heutigen Toyota sehen könnten, sie wären hin und weg. Ein kleiner Twingo würde ihnen die Show stehlen. Ein kleiner Stadtflitzer ließe ihre prächtigen Streitwagen vergessen, nicht wahr? Allah hat uns mit viel mehr beschenkt in Bezug auf Erleichterung. Viele von uns oder unsere Vorfahren konnten sich kein Auto leisten. Sie haben jahrelang darauf hingespart. Sie mussten den Bus nehmen oder sogar laufen. Und heutzutage haben einige sogar einen Zweitwagen. Aber wir leugnen die Wohltaten Allahs. Jedes Mal, wenn ein neues Fahrzeugmodell auf den Markt kommt, ist es noch komfortabler. Es hat noch mehr Assistenzsysteme an Bord. Es hat serienmäßig Navi. Dein Smartphone übrigens auch. Hätte man sich das vor 30 Jahren auch nur zu träumen gewagt? Dass wir nicht mehr in der Lage sein würden, ohne ein Handy herumzulaufen? Das uns sagt, wann wir links abbiegen müssen und wann wir unser Ziel erreicht haben. Wenn jemand von uns in ein Land fliegt, das uns fremd ist, brauchen wir uns vorher bei niemandem darüber zu erkundigen. Es reicht, über dein Handy eine Location einzugeben. Dann kannst du auch sehen, ob viel Stau auf der Route herrscht. Wer hätte sich das vor 100 Jahren erträumen können? All die Könige von damals, sie alle, jeder einzelne von ihnen wäre aus dem Häuschen, subhanallah. Sie würden vermuten, wir lebten bereits im Paradies. Würden wir nur darüber erzählen, die Könige wären überwältigt. Aber wir haben diese Dinge in unserer Tasche, das ist die Realität. Wie können wir dafür dankbar sein, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala damit ausgestattet hat? Dein Computer sollte es dir leichter machen, den Islam zu lernen. Dein E-Book sollte es dir leichter machen, Arabisch zu lernen. Dein Navi sollte dich zur Moschee lotsen. Er sollte dich ins Paradies navigieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Güte und Erleichterung geben. Seht mal zu den Menschen von Bagdad und Cordoba. Sie waren berühmt für ihr Wissen und für ihre Bibliotheken. Randvoll gefüllt mit tausenden Büchern. Meine lieben Geschwister, wisst ihr, dass dieser kleine Chip in eurem Smartphone, 64 GB oder 128 GB, mehr als diese Bibliotheken speichern kann? Das ist ein Geschenk Allahs. Heutzutage kann man alle Bibliotheken zusammen auf eine Festplatte packen. Was machen wir mit dem Wissen, das uns zur Verfügung steht? Wahrlich, wir sind ignoranter als jene vor uns. Das Wissen ist in unseren Fingerspitzen, subhanallah. Schaut euch mal die Könige von früher an. Sie haben Boten durch die Länder entsandt. Und sie gaben damit an, dass die Nachricht in 4 Tagen ankommt.
Eine Nachricht von Medina nach Mekka brauchte, wenn man das schnellste Pferd weit und breit hatte, 3 Tage. Und jetzt? In Sekunden hat deine Nachricht die gesamte Welt erreicht. Facebook, WhatsApp, iPhone, E-Mail oder YouTube. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis geben. Die Dinge sind da. Sie sind ein Geschenk Allahs. Meine lieben Geschwister, macht mal eine kurze Pause und sagt Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das Wasser, das aus dem Wasserhahn läuft, das saubere Wasser, das Trinkwasser, das Wasser, in dem wir ein Bad nehmen können, in diesem Teil der Welt, das ist trinkbares Wasser. In anderen Teilen der Welt trinken Menschen trübes Wasser. Unser Wasser ist glasklar, subhanallah. Wir werden verwöhnt und dennoch danken wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Menschen haben von Dingen geträumt. Ihr ganzes Leben haben sie nach diesen Dingen gesucht. Sie wollten Dinge erreicht und haben dafür geschuftet. Subhanallah, heute 1-2 Klicks. Einfach kurz ins Internet schauen und du erfährst nahezu alles. eBay, Amazon, was auch immer du willst, kannst du bestellen. Und nicht nur das, du bekommst es auch zum besten Preis. Und 3 Tage später bringt es DHL vor die Tür. Und dennoch dankst du Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das ist die Realität. Meine lieben Geschwister, ich hoffe, dass wir etwas gelernt haben. Ich hoffe, dass uns bewusst geworden ist, was wir haben. Werde dir bewusst, was du hast. Du hast viel mehr als alle anderen, die angeblich mächtig waren, die sich Könige und Kaiser genannt haben. Sie hatten den Top-Luxus jener Zeit, aber wir haben noch mehr als sie. Wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala danken. Nimm niemals auch nur eines der Geschenke Allahs als selbstverständlich in.